Das zweite Erlebnis Bundesliga des SCP 07 ist zu Ende. Wie lässt sich das Jahr im Fußball Oberhaus aus deiner Sicht zusammenfassen? Ja, zunächst war Bundesliga ein Geschenk, jeden Tag. Und wir hatten, glaube ich, große Freude an der Bundesliga, auch wenn der Klassenerhalt schön gewesen wäre. Die Fußballwelt wird jetzt nicht untergehen. Es war trotz allem ein wunderschönes Jahr. Warum können wir ein positives Fazit des abgelaufenen Jahres ziehen, auch wenn wir die sportlichen Ziele nicht erreicht haben? Ja, wir haben zunächst erstmal für unsere Spielphilosophie, mutig und offensiv zu spielen, hohe Anerkennung bekommen. Wir haben alle Verbindlichkeiten abgebaut und wir konnten die Infrastruktur verbessern mit dem Ausbau der VIP-Räumlichkeiten und weiterer Business Seats. Und wir sind natürlich dadurch sehr, sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Du hast es angesprochen, wir haben uns ja in der Saison 2019-2020 in vielen Bereichen weiterentwickelt. Ist damit auch eine gute Grundlage für die nächste Saison in der zweiten Bundesliga gegeben? Ja, ich glaube, wir sind für die zweite Bundesliga sehr gut aufgestellt. Wir werden die Themenbereiche Marketing, CSR und auch Kommunikation weiter ausbauen. Digitalisierung war in der Corona-Zeit ein Thema, was uns immer mehr beschäftigt hat und was uns deutlich geworden ist, dass wir dort Nachholbedarf haben. Auch hier werden wir uns entwickeln. Und natürlich werden wir in der Zweitligasaison in die virtuelle Bundesliga einsteigen mit unserem E-Sport-Team. Und da freuen wir uns auch riesig drauf. Wir freuen uns auch und herzlichen Dank. Vielen Dank.